FM1 Kickoff. Jeff Sabine, 4 Spiele ohne Niederlage und trotzdem kommt man nicht so richtig vom Fleck. Jetzt hat man eine riesige Chance an diesem Spieltag. Motiviert das speziell? Ich finde schon, dass wir vom Fleck kommen. Wenn man die Tabelle schaut von 5-6 Spielen und wenn man sie jetzt schaut, ist alles sehr kompakt geworden. Wir haben 2, 3 und 4 Punkte Rückstand. Am Anfang waren es 3, 5 und 8, als ich angefangen habe. So gesehen sieht man schon eine gewisse Änderung. Wir sind immer noch Tabellenletzte, das stimmt. Aber man hat doch einiges Positives erreicht in den letzten Wochen. Das stimmt, das geht bergauf mit dem FC St. Gallen. Aber trotzdem könnte jetzt die Runde könnte wirklich, wenn alles so läuft, wie es sollte, könnte die Runde vom FC St. Gallen sein, oder? Weil Xamax muss gegen Basel spielen, ihr könnt einen GC überholen, also es könnte zum grossen Zusammenschluss kommen. Ja, es ist immer gefährlich, wenn man auf die anderen schaut. Ich mache das nicht gerne. Und wir haben auch gehofft, dass Xamax nicht gewinnt gegen Luzern. Und sie haben doch gewonnen. Wir müssen auf uns schauen. Und wenn wir unsere Punkte holen, dann kommen wir von allein hinten raus. Aber wenn man auf die anderen aufpassen muss, das ist immer ganz gefährlich. Jetzt geht es gegen GC. Gegen die Mannschaft hat man zum Start der Rückrunde eine ganz bittere Niederlage müssen einstecken. Ist das echt noch in den Köpfen der Spieler oder ist das schon lange vergessen? Oh, ich hoffe und ich glaube, dass es vergessen ist. Es hat sich vieles geändert seitdem. Die Mannschaft hat sich verändert, der Trainer ist neu. Wir haben 4-mal nicht verloren. Es sind viele Sachen, die sich verändert haben. Ich glaube nicht, dass das noch im Kopf ist. Wir gehen positiv in den Match rein. Jetzt geht es, ist immer ein bisschen schwierig zu einschätzen. Wo ist die Mannschaft stark? Ich glaube, das hat man gesehen, auch letzten Sonntag, wenn sie Raum haben. Sie haben viel, viel schnelle Spiele, die goalgefährlich sind. Und wenn man einen Punkt holt in Basel, wie sie letzten Sonntag das gemacht haben, dann ist schon eine gewisse Qualität in ihrer Mannschaft. Und wir müssen wirklich zu 100% parat sein. Wo sind sie denn schwach? Wo kann man es knacken? Das weiß ich auch. Das wollte ich jetzt auch nicht unbedingt sagen. Aber wir haben schon auch unsere Idee und das wollte ich der Mannschaft auch heute vermitteln. Dann gibt es noch die Personalie Brice Ovona. Der ist zurück mit der ersten Mannschaft im Training. Ist er schon eine Option oder will man da noch ein bisschen warten? Das muss ich auch schauen. Jetzt. Ich habe jetzt erst einmal im Training gehabt. Es geht alles sehr, sehr schnell. Moni ist schon wieder der nächste Match. Er ist jetzt immer dabei im Training und ob er jetzt Moni im Kader ist, das tue ich mir jetzt noch überlegen. Wie sieht es aus dem Kader? Gibt es Umstellungen? Man hat gewisse Probleme. Der Germano Vailati ist angeschlagen. Das könnte ganz, ganz knapp werden bis morgen. Der José González ist auch angeschlagen. Muss man auch schauen, wie die Entwicklung ist bis morgen. Der Daniel Limov ist gesperrt. Also es wird sicher die eine oder andere Änderung geben. Danke, Jeff Sabine. FM1 Kickoff.